Hey! So, also, der Inter führt uns jetzt durch den Raum. Hallo, ich mache jetzt immer so eine kleine Führung mit euch. Am besten da vorne seid ihr reingekommen. Ich gehe mal ein bisschen vor. Jetzt haben wir hier unser ganzes Werkzeug aufgebaut und die Couch-Ecke haben wir auch schon richtig gemütlich gemacht. Bisschen Rotlicht haben wir auch. Ja, das ist hier unsere Frühstücksecke samt Kühlschrank. Und der ist voll. Und das Coolste an der Sache ist, hier oben steht so eine tolle Kasse. Da ist schon ein bisschen was durchgelaufen. Das sieht man auch in dem ganzen Leergut, das hier unten steht. Ja, da haben wir irgendwie so ein paar Monitore geschenkt gekriegt. Keine Ahnung, ob die funktionieren. Das ist unsere Waschmaschine. Die soll irgendwann mal hier drüben in der Küche landen. Also ich gehe jetzt mal hier jetzt hinten rüber. Ich stehe jetzt in der Küche. Die ist ungefähr 4 Meter auf 4 Meter groß. Da kommen Oberschränke hin an die noch nicht vorhandene Wand, die wir aufstellen werden, ungefähr 2,10 Meter hoch. Ja, dann können wir hier ordentlich kochen, ohne dass wir die Leute stören, die hier drüben stehen. Weil hier sollen dann Arbeitsplatten hin, so 4 Meter auf 80 und das gleiche hier drüben auch. Da hinten in der Ecke haben wir einen Anschluss, da können wir unsere Ätzbäder da im Waschbecken ausspülen, ordnungsgemäß entsorgen. Und ja, dann haben wir hier vorne gerade gestern gestrichen unsere fast rein weiße Wand für den Beamer. Ne, gut, ganz weiß wird sie, wenn ich da zwei oder dreimal noch drüber gegangen bin. Ja, Beamer wird übrigens direkt über dir hier oben an dem Träger aufgehängt. Der befindet sich so auf 4,30 Meter. Und hier soll dann irgendwann mal so ein großer Konferenztisch hin, irgendwie so, keine Ahnung, 5 Meter auf 1,20 oder so zum Runde mit Steckdose drin. Und da haben wir halt noch Platz für Kram zum Hinlegen. Der ist übrigens jetzt schon Kram. Und ganz viele Müllsäcke, also wenn irgendjemand sich erbarmt und hier mal so ein paar Tüten einsackt und in die Deponie fährt, wäre das ganz toll. Ja, da hinten steht auch unsere Batterie mit sämtlichen Heizlüftern. Also in Summe stehen hier momentan 17 kW, die hier warm machen. Das geht relativ fix. Wobei, nee, mit den Halogenstrahlern sind sogar 18 kW. Also Kilowatt Heizleistung. Ist schon ordentlich. Hier oben ist unser Deckenventilator. Der macht so ein bisschen, dass die warme Luft von oben nach unten kommt. Ja. Und das war's schon. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Leute hier zum Helfen, aber die sind heute momentan in Heidelberg bei der chaotischen Viertelstunde von NoName e.V. Da werden wir jetzt das Video, glaube ich, zeigen und morgen auf dem Fix-Meet treffen von der Unix User Group. Ja. Und wenn wir dann hier so langsam angefangen haben, das noch ein bisschen wohnlicher zu machen, wird das dann vielleicht auch hier stattfinden zukünftig. Wäre total schön. Ja. Okkult trifft sich jetzt schon jeden Dienstag hier. Ja, das kann noch richtig lustig werden. Jetzt müssen wir die Bude halt noch so ein bisschen winterfest machen, so schwere Vorhänge vor die Fenster. Ja, wir könnten hier fast einziehen. Wenn es eine Dusche gäbe. Aber die kommt vielleicht noch, wenn der erste anfängt zu stinken. Ah, ich kann nicht durchs Fenster filmen. Schlecht. Ja, noch was? Ach so, hier, Skytail hat hier so eine tolle Webcam mitgebracht, beziehungsweise direkt mit Ethernet-Anschluss. Die kann sogar WLAN. Ah, die kann sogar WLAN, Ja. cool. Die werden wir dann demnächst an das Notebook dran dengeln, das ich da hingestellt habe. Das steht da hinten auf dem Tisch mit UMTS-Flat, bis wir DSL haben. Ja. Ja, und dann kann man hier quasi regelmäßig sich die neuesten Fotos anschauen, wie es denn jetzt hier gerade aussieht. Und du Ja. kannst auch live schauen, ob sozusagen gerade jemand im Raum ist oder nicht. Ja, vor allem du kannst den Leuten beim Arbeiten zugucken, ohne herfahren zu müssen. Und du kannst, glaube ich, auch prima Stop Motion damit machen. Also ich glaube, das wird richtig praktisch, ja, wenn du dann Oh, geil. ja, eben den ganzen Raum mal über 3 Monate oder so regelmäßig archivierst. Das wird spaßig. Fies, ja. Ja, genau. So, das machen wir. Und jetzt gehen wir erstmal los zu den Heidelbergern. Tschüss. Prost.